Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fanpost-Unboxing. Jawohl. Die Crazy Family hat was geschickt. Ein kleines Päckchen, sagen sie. Kleines Päckchen? Klein? Naja, gut. Das ist schon ziemlich groß, das Päckchen. Und es ist vor allen Dingen auch kein Päckchen, es ist ein Paket. Ich freue mich tierisch. Crazy Family, schönen Dank an dieser Stelle. Ne? Melanie, Jamie, ich finde es mega geil. Und die Kids natürlich auch, die ich jetzt namentlich gar nicht erwähnen kann, weil ich die gar nicht auf der Matte habe, wie die heißen. Aber ihr kennt die vielleicht, die Crazy Family hat einen kleinen, süßen YouTube-Kanal, wo sie auch Unboxings zeigen primär. Und das kann man sich auf jeden Fall mal antun. Ich mache mal einen Link zu deren Kanal in die Videobeschreibung. Wundert euch nicht, wenn euch da gewisse Bilder und Logos bekannt vorkommen. Die sind von mir. Jawohl, die Crazy Family hat keine Kosten gescheut, ne, und hat sich bei mir Grafiken gekauft. Jawohl. Das finde ich sehr schön. Ja, und das hier finde ich auch sehr schön. Ein Fanpaket. Ich mag sowas immer total gerne. Ich liebe das. Es ist halt so, boah, ich weiß überhaupt nicht, was drin ist und ich finde es total geil und es ist so Fanliebe. So, ich guck mal rein. Ich bin gespannt. Ich weiß wirklich nicht. So. Das erste, was wir oben drüber liegen haben, ist Verpackungsmaterial. Jawohl. Ich habe hier auch noch mehr Verpackungsmaterial. Und guck mal, was hier noch ist. Hier ist noch Verpackungsmaterial. Auch wie so ein Zauberer so. Das nimmt gar kein Ende. So viel ist es dann doch nicht. Ich schmeiße es mal auf den Fußboden. Ne? Ihr kennt das Spiel ja schon. Verpackungsmaterial. Und hier ist noch mehr Verpackungsmaterial. Und wir haben hier noch mehr Verpackungsmaterial. Und hier ist auch noch das erste Item schon oben drin. Oh ja. Das erste Item, das habe ich jetzt leider schon. Tatsächlich. Und da ist auch noch eine Karte drin. Warte, bevor ich hier auf irgendwelche Items eingehe, muss ich erst mal die Karte lesen. Ne? Feen, Kobolde und Einhörner, ich glaube an die Pummelfee. Ja, Pummel-Einhorn. Ne? Von der lieben Steffi, kennt ihr. Lieber Mike, hier ein kleines Dankeschön für das super schöne Logo und Maskottchen, was du uns gemacht hast. Liebe Grüße, Jamie und Melly mit ihren drei Monsterchen. Ah, so heißen die drei. Die drei Monsterchen. Siehst du, wusste ich gar nicht. Ja, super. Ja, danke dafür. Ne? Ich meine, ne? Und gerne. Die Grafiken habt ihr schließlich bezahlt. Also, ne? Wäre das jetzt so gar nicht nötig gewesen. Aber ich freue mich trotz alledem, auch wenn ich dieses Teil jetzt hier schon habe. Ne? Hellboy und Ape Sapien als Vinyls, die habe ich schon. Habe ich jetzt sozusagen doppelt. Aber das macht nichts. Ne? Denn tatsächlich haben Melly und Jamie schon gesagt, oh, da ist was doppelt drin, was du schon hast, ein Teil, das kannst du dann ja gerne für eine Verlosung benutzen. Und genau das werde ich auch machen. Dieses Set geht in eine Verlosung und zwar wird es noch ein Weilchen dauern, denn 3000 Member. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich eine Lootbox drum basteln, ne, die dann von mir kommt, wo das auf jeden Fall drin ist. Ne? Spoiler-Alarm, ne? Das heißt also, na, wahrscheinlich werde ich die anderen Sachen auch alle verraten oder teilweise. Na, es wird auf jeden Fall, wenn es 3000 Abonnenten bei mir gibt, ein Gewinnspiel geben und da ist das Ding auf jeden Fall mit dabei. Na, sind jetzt noch so 140, glaube ich, 150, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, 150, dann habe ich es geschafft. Also na, hier schön anderen Leuten Bescheid sagen, na, und dann läuft das auch. Dann gibt es halt auch bald die Giveaways. Ich werde dann schon mal demnächst wieder hausieren gehen bei den diversen Firmen, die ich so kenne, ob die mir nicht noch ein bisschen was mitgeben wollen. Oh, geil. Wir haben Süßigkeiten, die ich ja gar nicht mehr möchte. Aber ich störe mich auch nicht dran, wenn was drin ist. Ne? Ich bin ja eine kleine Naschkatze, ihr kennt mich. Das ist Classic Branches von Frey. Mit gratis Katzenhaaren, aber das ist klar. Die haben nämlich eine Katze. Dann haben wir hier nochmal Classic Branches. Auch von Frey. Und wir haben hier nochmal Classic Branches. Auch von Frey. Und das erste war ja auch Classic Branches von Frey. Das heißt, wir haben dreimal Classic Branches von Frey in verschiedenen Farben, die wahrscheinlich alle gleich schmecken. Ich reiß die jetzt nicht auf, weil ich habe gerade tatsächlich gefrühstückt und wenn ich jetzt schon wieder was esse, das wäre jetzt nicht so gut. Ne? Außerdem ist es halt Zuckerzeug, das darf ich ja nicht so viel. Oh. Ob die so weich gehören? Also die hier sind hart. Das hier ist flüssig momentan. Das wird am Ende ein Block sein. Das ist komplett geschmolzen. Ich meine, wir haben 30 Grad, ne? Und ich weiß zwar, im Depot von DHL ist das relativ kühl, ne? Und die Pakete werden dann aber teilweise schon vorgestellt, rausgestellt und dann in den LKW gelandet. Und im LKW ist es an sich auch relativ kühl. Ne, das ist komplett geschmolzen. Ich drücke da lieber gar nicht weiter drauf rum. Auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Das ist auch super. Die mag ich auch voll gerne.
Ne? Ich bin gespannt, wie die aussehen, wenn ich die dann probieren werde. Da bin ich sehr gespannt. Jetzt mache ich das nicht auf, weil das wäre eine Schweinerei. Das würde ich hier jetzt alles verschmieren. Danach würde ich aussehen wie... Wer sah denn immer so aus? Wer hat denn immer so viel Schoki am Mund gehabt? Hier der deutsche, in Anführungsstrichen, Schweizer Junge von den Simpsons. Ne? Was sagt er? Jog mich nicht, ich bin voll mit Schoki. Hier haben wir Karamellriesen. Finde ich mega geil. Früher waren da noch so kleine Figuren immer mit drauf. Und da gab es dann auch immer noch mal so kleine Comics dazu. Ne? Mit so einem komischen, großen Bären. Ich glaube, es war ein Bär. Ne? Ich mag die voll gerne. Ich bin ja ein großer Karamell-Fan. Und ihr kennt ja Stork Riesen. Ne? Das ist ja dann mit Schoki. Und die sind ohne Schoki. Und nur mit Karamell. Da ist dann auch kein Überzug drüber. Ich mega geil. Mega Karamelli. Also, vielen Dank auch schon mal dafür. Ich sag, das bin ich echt gespannt. Und das ist mein Kühlschrank. So, und dann haben wir hier noch... Der ist auch nicht so weich, wie man es befürchten musste. Peanut Butter, meine andere Leidenschaft. Allerdings auch nicht in jeder Form, muss ich dazu sagen. Peanut Butter schmeckt eigentlich immer nur gut, wenn sie mit Schokolade in Kombination ist. Als Kit Kat, richtig geil. Richtig, richtig geil. Kit Kat Chunky Peanut Butter, mega. Den kenne ich, der ist mega lecker. Also wenn ihr mal Bock habt auf einen geilen Riegel mit ein bisschen Waffel und... Weil der ist nicht so schwer. Ne? Also so Peanut Butter Riegel, die sind dann manchmal sehr schwer, weil halt die Schokolade schon eine gewisse Schwere hat und die Peanut Butter auch nochmal. Na, dadurch sind die halt oft sehr schwer und hier gibt es eine gewisse Leichtigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, was ich hier gerade ausführe, durch die Waffel. Das macht das Ganze wieder ein bisschen leichter und angenehmer im Abbiss. Verpackungsmaterial. Habt ihr das gesehen? Schaut mal, Verpackungsmaterial. Und kein Verpackungsmaterial, da ist irgendwas eingewickelt drin. Mal gucken, was das ist. Hahaha, ja. Der ist auch super. Donald. Donald als Disney Infinity hieß das Spiel, glaube ich, ne? Das habe ich sogar. Für die Wii U. Ne? Und das ist der Donald dazu. Der ist ziemlich geil, den finde ich mega. Ne? Aber auch den habe ich tatsächlich schon im Regal stehen. Muss ich dazu sagen, der steht da oben irgendwo ganz unauffällig und guckt mich fiese an. Na, weil ihr seht, der guckt recht fiese. Das Ding geht also auch mit in die Verlosung, auf jeden Fall. Das heißt also, Daumen hoch, sehr gut aufgepasst. Finde ich total toll. Dann haben wir hier, oh, die sind ja cool. Das sind so, auch da wieder gut aufgepasst. Also man merkt, ihr schaut auf jeden Fall die Videos. Das sind nicht transformierbare Transformers-Figuren. Schaut mal, die sind mega geil. Guckt euch die mal an. Ich werde die jetzt nicht aufreißen, aber die stelle ich mir auf jeden Fall ins Regal. Also 100 Pro, dass die im Regal landen. Kann ich euch Stein und Bein drauf geben. Ja, aber das sind wieder so Sachen, wo ich sage, oh, die kann man aber theoretisch auch in der Verpackung sammeln. Ja, das sieht nämlich geil aus. Ja, weil wenn du die so auspackst, dann verlieren die sich bei mir im Regal total. Ne? Das heißt, ich werde die in der Verpackung lassen und dann werde ich die irgendwie mit dazwischen drapieren. Das wird ganz schön eng langsam da. Ja, ja, ich weiß, ihr wollt das immer sehen, das Regal, aber ich... Nee, noch nicht. Es ist auch nicht so viel. Ihr denkt immer, oh, hier Roomtour. Na, wenn ich hier euch die meisten Ecken dieses Raumes zeige, werdet ihr überall Kartons sehen. Kartons, 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 wo Zeug drin liegt. Na, teilweise, wo Ware drin liegt, die ich reviewen muss. Teilweise, wo Zeug drin liegt, was wieder zurückgeschickt werden muss. Und. Und leere Kartons mit Verpackungsmaterial. Tausende. Das ganze Zimmer hier ist voll damit. So, das nächste, was wir haben, ist in zweierlei Hinsicht mega geil. Weil zum einen ist es eine Chase-Figur. Und zum anderen... ist es ein Chase-Figur in einem Protektor. Und zwar ist das, wie heißt der Kollege? Magnet Missile von Mega Man. Na, das ist im Prinzip nur ein Mega Man Repaint. Da ist er dann halt in diesen Farben in Grau und in Rot anstatt in Blau und Blau. Blau und Blau. Na, und das ist halt die Chase 8-Bit-Variante von dem Magnet Missile, also Mega Man. Finde ich cool. Das ist geil. Wieder ein Chase in meiner Sammlung. Hammer. Dankeschön. Das freut mich. Das freut mich. Und im Protektor... Im Protektor, wo ihr die Schutzschicht nicht abgezogen habt, Kenners, ich sag euch das. Das habt ihr vergessen. Da ist noch eine Schutzschicht drum, die könnt ihr abziehen, irgendwie. Warte, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Dann kann man hier nämlich irgendwo ansetzen. Dann hat man da so eine Schutzschicht. Dann sieht das auch nicht so milchig aus. Guck mal, das kann man so abziehen. Wie so alte Haut nach einem Sonnenbrand. Na, das ist ja jetzt heutzutage mal häufiger, dass mal einer einen Sonnenbrand hat. Na, und da ist überall noch so eine Schutzschicht drauf, die kann man überall noch abziehen, siehst du wohl. Auf allen Seiten. Und dann
hier unten geht es halt wieder mal nicht so gut. Das ist auch nicht so schlimm. Das lässt man halt drin, notfalls. Ups, so. Jetzt ist das nicht mehr ganz so milchig. Schaust du mal. Ne? Also wenn ihr aus der Kings Box, das ist nämlich hier ein Kings Protektor, so ein Protektor habt, ne? Dann vorher noch die Schutzschicht abziehen. Ist aber eigentlich bei allen Protektoren. Ne? Dann glänzt der auch wieder ein bisschen mehr. Das sieht dann ganz schick aus. Ein Chase von GameStop aus der Box. Da gab es so eine Box, da war der mit drin. Finde ich total geil. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ne? Geil. Chases kann man nie genug haben. Oh, cool. Auch das ist super. Pocket Pops sammle ich jetzt nicht so im großen Stile. Ich habe so vereinzelt welche und die kommen alle von euch. Tatsächlich. Ne? Ich selbst habe eigentlich nie welche. Oder es sei denn, da ist mal einer in der Box drin. Und dann geht der meist auch relativ schnell wieder weg. Das ist der kleine Loki. Loki, Loki. Oh, da kommt gerade mal kühle Luft, warte. Oh, geil. Das ist der kleine Loki. Ne, als Pocket Pop. Ja, cool, den stelle ich dann direkt zum Hulkbuster da oben hin. Die passen zwar größenverhältnismäßig nicht zusammen, aber das ist schon witzig. Der kleine Loki. Ich mag Loki. Tom Hiddleston ist sowieso cool. Ne, und Loki ist eigentlich ein relativ cooler Charakter. Eigentlich geil, ne? Ist ein Bösewicht normalerweise, auch im Film eigentlich als Bösewicht geplant. Und alle Leute lieben ihn und mögen ihn. Das finde ich irgendwie mega. Das ist irgendwie total cool. Hier ist noch mehr drin. Hier ist noch so viel Zeug drin. Was ist das? Das ist Verpackungsmaterial. Das ist Verpackungsmaterial. Oh, habt ihr nicht gemacht? Sorry, aber ich flippe hier gerade ein bisschen aus. Als erstes hole ich jetzt erstmal den hier raus. Der ist auch schon mal ziemlich geil. Das ist Leonardo als Scaler. Ja, super cool. Der Leo als Scaler. Scaler sollt ihr an eure Kabel machen. Wieso mache ich jetzt hier? Weil wenn ihr Kopfhörer drin habt. Ne? Zieht ein bisschen runter vielleicht, aber... Nein, ihr kennt das, ihr habt in der Wohnung ab und zu, ich habe das zum Beispiel an meinem Fernseher. Da ist der Fernseher, hängt und dann kommen da so Kabel, die gehen dann zu den Endgeräten, Steckdose und so weiter. Und da kann man das dran machen. Na, oder hier steht es auch, wenn ihr Musiker seid, dann könnt ihr euch einen Scaler an euer Mikrofonkabel machen. Der sieht ziemlich witzig aus, ich mag die. Ich mag die wirklich, ich finde die cool. Gefällt mir gut, das ist auch super. Da freue ich mich auch, das ist schön. Turtles geht auch immer klar. Okay, jetzt haben wir hier noch mehr Schmelzware. Hammergeil, lecker. Ovomaltine Crunch. Ist eine coole Schoki, kann ich nicht anders sagen. Aus der Schweiz, super lecker. Dieses Crunchy ist geil. Das erzeugt einen ganz, ganz interessanten, spannenden Abbiss und Schmelz im Mund. Bei Schokolade ist der Schmelz im Mund ja immer sehr, sehr wichtig. Und der ist richtig cool. Also das ist schon was Abgefahrenes. Oh, noch zwei Sachen, die ich einfach nur abgöttisch liebe. Die Toblerone, das ist die Schokolade mit dem rachenvernichtenden Biss. Ne, man kann die auch so abbrechen, das geht. Obwohl, ist immer eine Sauerei irgendwie. Die komplett so ohne Krümel zu essen, ist immer schwierig. Das heißt, man macht es wirklich so. Finde ich auch sehr cool. Und Rolo. Karamell-Rolo. Ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Das ist wieder was, wo ich sage, boah, geil. Hammer. Rollo. Ach, die sind geil. Flüssig Karamell gefüllt. Karamell. Karamell. Ich sag nur Karamell. Na? Mit Karamell kriegt man mich immer. Da hast du mich gleich im Sack. Und du sagst, Mike, Karamell. Sag ich, läuft bei dir. Ich bin dabei. So, und jetzt haben wir hier das letzte. Ja, das ist das letzte Item. Und das ist jetzt mal eben... das ist der Wahnsinn. Also, das ist, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie mega geil ich das gerade finde. Also, Crazy Family, ihr seid wirklich crazy, weil das ist der absolute Oberhammer. Ich muss die auspacken. Ich zeig sie euch erstmal so. Das ist der Trick or Treat Sam von Mezco Toys. Das ist der Wahnsinn, Kinder. Das ist eine der geilsten Figuren überhaupt. Trick or Treat kennen vielleicht viele von euch gar nicht. Das ist ein Anthology-Film mit verschiedenen kleinen Geschichten zu Halloween. Und einer der Hauptcharaktere, ne, der die Geschichte so ein bisschen zusammenhält und eine der ikonischsten Figuren, ist eben dieser Sam. Ich muss den euch zeigen, auch wenn ich ihn vielleicht jetzt nicht komplett rauskriege aus der Packung. Das weiß ich gerade gar nicht. Wir machen laute Geräusche. Ich glaube, der geht so raus. Der ist nicht verbandelt. Ach, ist das super, er ist nicht verbandelt. Das finde ich total. Den muss ich auspacken.
Der ist super. Oh, der ist super. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Fällt mir gleich der Sack runter. So, dann packe ich Sam mal am Sack. Der Sack kommt hier irgendwo in die Hand. Also, das Ding feiere ich jetzt mal gerade jenseits von Gut und Böse. Damit habt ihr mir tatsächlich einen kleinen Wunsch erfüllt, den ich seit langem hege, diese Figur in meinem Besitz zu haben. Ich habe sie mir nie bestellt und jetzt habe ich sie. Ich bin kaum noch zu klaren Worten in der Lage. Das ist das geilste Ding, wow, ich danke euch. Ich danke euch wirklich recht herzlich. Damit habt ihr mir so einen riesengroßen... Das ist der Wahnsinn. Das Ding ist der Wahnsinn. Schaut ihn euch an. Der sieht doch nur mega geil aus. Das ist Sam von Trick or Treat. Total genial. Und vor allen Dingen so detailreich und großartig. Der sieht so toll aus. Ich freue mich echt, den in mein Regal zu stellen. Der wird auf jeden Fall... Wahnsinn, Wahnsinn. Der ist so geil. Ich feiere das total. Dankeschön. Dankeschön. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen kleinen Sackkopf. Du Sackgesicht. Ja, ist ja so. Ne? Ich feiere das total. Also, was für ein Fanpaket. Der Wahnsinn. Ne? Und diesmal ja sogar nicht nur für mich, sondern auch für euch, weil... Ne? Hier. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ne? Gibt's da noch zu gewinnen demnächst. Ne? Und den kleinen Donald auch. Ich find's mega. Vielen, vielen lieben Dank an die Crazy Family. Ihr seid echt der Wahnsinn. Also ich meine, ein Chase Funko Pop, ein Vinyl Set, diese Mezco Toys Figur, die einfach nur hammergut ist. Das Ding ist der Oberhammer. Ihr hättet mir keine größere Freude machen können als diese Figur. Echt. Leute, wie gesagt, ich gehe jetzt weg, sonst wiederhole ich mich höchstens. Das war's für heute. Ich bin echt platt. Hammergeil. Hammer, hammergeil. Lasst der Crazy Family mal einen Daumen nach oben da. Geht da vorbei, besucht die mal, ne, und schickt einen schönen Gruß von Silent Mike in deren Kommentare, wenn ihr da euch ein Video anguckt. Na, und lasst denen auch mal einen Daumen und ein Abo da. Ne? Wäre cool. Und ihr kennt das Spielchen, ne? Bei mir hier auch Daumen und Abo und beim nächsten Mal wieder anschalten. Hammergeil. Ich freue mich tierisch. Tschüss.